damit hallo, guten Tag und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Anno 2205 hier bei VT Gaming. Ja, in der letzten Folge haben wir ja die Transferroute zum Austausch der Superlegierungen, die wir ja zukünftig eventuell vielleicht hier auf dieser Insel benötigen werden, erzeugt und sichergestellt. Und ja, bevor wir jetzt mit der eigentlichen Story-Quest auf dieser Insel hier weitermachen und dann anstreben, die ersten Manager in dieser Region begrüßen zu dürfen, würde ich vorschlagen, widmen wir uns hier mal diesen Kriegsgebieten, die ja jetzt hier noch aufgeploppt sind. Und zwar ist das ein sehr zuverlässiger Weg, an diese Spezialrohstoffe hier oben zu kommen, die wir ja benötigen, um ja Module einzelner Produktionseinrichtungen dann erbauen zu können. Und da wir die mit Sicherheit brauchen werden im Zuge des weiteren Verlaufs der Quest, starten wir hier einfach mal diese Kriegsmission und ziehen die mal eben schnell noch runter. Ich habe in der Vergangenheit festgestellt, dass die Missionen sich nicht großartig unterscheiden von vorangegangenen Missionen. Es wird dann halt bloß irgendwie schwieriger, man hat mehr Schiffe. Und hier, siehst du den Schlamassel? Der Kernauftrag bleibt aber nahezu gleich. Und sie werden auch noch von Schlachtschiffen bewacht. Was bedeutet, dass ich jetzt hier Passagen, die jetzt nicht allzu wichtig sind, rausschneiden und entsprechend überspringen werde. Der Mond für das Wetter verantwortlich ist. Um das Ganze hier natürlich ein wenig zu beschleunigen. Jo, dann haben wir hier dann auch schon direkt unsere Flotte. Unser Auftrag ist es, die beiden Klimastabilisatoren zu befreien. Also quasi einmal dieser hier und der hier oben. Darüber hinaus haben wir jetzt hier noch drei weitere Quests, die wir hier noch direkt mal annehmen können. Dieses Gebiet. Auch die bringen natürlich die benötigten Rohstoffe. Und deswegen sollten wir die nicht außer Acht lassen. Ja, gucken wir doch mal, was wir jetzt hier haben. Wir sollen also dreimal Raketensperrfeuer benutzen. Wir sollen die wertvollen Erze an Land finden. Und eine Unterstützungsflotte abliefern. Machen wir doch direkt mal hier mit den wertvollen Rohstoffen an Land an. Schauen wir mal, ob wir die jetzt relativ zügig finden. Da haben wir hier jetzt schon zwei der, wie viel waren's? Der sieben. Oh mein Gott. Das scheint ein etwas längerer Auftrag zu sein. Ja, aber Zeitraffer sei Dank ging das dann doch schneller als erwartet. Da haben wir jetzt hier die letzten drei Erze, die wir dann noch aufheben sollen. Ja, damit wäre die erste Quest schon erledigt. Dann würde ich sagen, geht's auch direkt los. Fahren wir hier mal mit der kleinen Flotte direkt in den Kampf. Und ballern hier einfach mal wie wild die kleineren Schiffe ab. Die Mission läuft jetzt aktuell auf dem Schwierigkeitsgrad fortgeschritten. Kann also durchaus passieren, dass es hier jetzt an der einen oder anderen Stelle mal ein bisschen eng wird. Aber das sollte ja zunächst kein Problem darstellen. Ich habe festgestellt, dass es durchaus von Vorteil ist, hier diese Special-Fähigkeiten einzusammeln. Sofern man sie denn noch nicht voll hat hier unten in dieser Übersicht. Und einfach um im Fall der Fälle reagieren zu können. Jetzt sehen wir hier, es kommt auf jeden Fall jede Menge Schaden rein. Ich hau da mal so ein Reparaturgebiet hin. Und weiter geht's. Auch ist es sinnvoll hier, wie zum Beispiel hier jetzt erkennbar, diese, zivilen Gebäude an Land, die sich jetzt nicht großartig wehren oder sonstiges, zu zerstören, weil auch die droppen die dringend benötigten Spezialrohstoffe. Und wenn die einem hier schon so hinterhergeworfen werden, dann sollte man die natürlich auch mitnehmen. Hier oben haben wir jetzt gleich noch so ein Gebäude.
Machen wir hier noch schnell die Mauer kaputt. Und dann diese Ölbohrstation oder was auch immer das ist. Petrochemikalienlager. So, da wurden wir schon wieder aufgeklärt. Grünes Licht. Ja, wie gesagt, also auf fortgeschritten geht das hier mitunter schon gut ab. Also was auf easy noch so einfach aussah, kann hier schon mitunter kritisch werden. Aber solange man sich immer genügend Fähigkeiten hier unten vorrätig hält, ist das an sich durchaus machbar. Auch sollte man immer auf den Treibstoffvorrat hier unten achten, um in Krisensituationen durchaus mal so ein Reparaturfeld erzeugen zu können. Ja, und so kann man jetzt hergehen und die komplette Map hier von feindlichem Einfluss befreien. Sind unterwegs. Koordinaten bestätigt. Bereit für Einsatz. In die Rettungsboote. Ja, an der Stelle konnte man jetzt ganz gut sehen, was passiert, wenn man eben nicht genug Treibstoff vorrätig hat. Und so habe ich mein kleines Begleitschiff verloren, weil ich kein Reparaturfeld setzen konnte. Sicherlich hätte ich das auch einfach zurückziehen können, aber das wäre ja zu einfach gewesen. Ich hoffe einfach mal, dass das jetzt so weiterhin funktioniert. Verstanden. Aber ich bin zuversichtlich. So, ja, nachdem wir jetzt hier die komplette Südwestseite gereinigt haben, reparieren wir jetzt hier eben nochmal die Flotte und dann rocken wir hier direkt mal ins erste Krisengebiet rein. Und zwar sollen wir hier, wie gehabt, diese Laser zerstören. Und dann machen wir das doch direkt. Und hoffen doch gleich mal, dass da kein allzu überlegener Feind auftritt. Aber bis jetzt sieht das ganz gut aus. Es waren nur Stahl und Beton. Unsere Moral lässt sich nicht zerstören. Starte Nuklearrakete. Volle Kraft voraus. So. Easy going, mal eben eine Nuklearrakete auf so ein paar Boote geschmissen. Kann man jetzt davon halten, was man will. Aber es hat geholfen. So, dann machen wir hier doch gleich dasselbe nochmal. Dann zerstören wir hier den letzten Laser und schließen somit das erste Missionsziel ab. Jetzt kommen hier noch so ein paar kleine Boote. Oh, da habe ich zu spät reagiert. Das ist natürlich blöd, jetzt haben wir nur noch zwei Boote zur Verfügung. Ob das reichen wird, es bleibt spannend. Ja, nachdem ich mir jetzt hier den Weg zum Auftraggeber freigemacht habe, können wir jetzt hier auch tatsächlich die dritte und somit letzte Nebenquest abgeben. Und zwar die Lieferung einer Unterstützungsflotte. Wir sehen jetzt hier unten, die haben wir natürlich übrig. Das bestätigen wir jetzt hier nochmal. Und damit ist diese Unterstützungsflotte auch abgeliefert. Und jetzt haben wir hier schon
einen derbsten Bossgegner gepult. Was natürlich insgesamt äußerst unförderlich für die Gesamtsituation ist, weil der schon ganz schön was drauf hat. Aber ich werde da jetzt einfach mal das komplette Waffenarsenal, was wir hier haben, da draufballern. In der Hoffnung, dass er uns ja nicht kaputt macht. Und das hat anscheinend geholfen. Wunderbar. Dann sammeln wir hier unten noch direkt die Dinger ein. Und dann würde ich sagen, geht's auch direkt zum letzten Ziel auf dieser Map. So, nachdem wir nun durch einige Hürden mussten, um hier tatsächlich anzukommen, geht es jetzt dann tatsächlich in die finale Schlacht und ich würde sagen, ich jag hier direkt mal zwei Unterstützungsflotten rein, um das Feuer ganz einfach von meinem Booten abzulenken und mische mich da direkt mit in die Menge. Eventuell könnte man hier noch ein bisschen mit einem EMP den Schaden reduzieren. Ja, und dann sieht das an sich schon ganz gut aus. Dann machen wir auch direkt hier die Laser platt. Und dann hoffen wir, dass währenddessen keine weiteren feindlichen Schiffe auftauchen. Tja, dann ist es ja gut, dass wir mehr als ein Gebäude haben, was? Gut, jetzt haben wir hier noch einen Atomschlag gefunden, den haue ich doch direkt mal noch hier auf den dritten Laser. Dann ist der auch schon mal clear. Und damit sollte die Mission dann auch gleich geschafft sein. Ja. Jemand, auf den man sich verlassen kann. So viel steht fest. Und das war's dann auch schon. Genau so habe ich mir das vorgestellt. Erfolgsliste aktuell. So, wenn wir uns das Ganze jetzt hier mal so angucken, sehen wir jetzt hier die Bonusressourcen, die wir da jetzt bekommen haben. Und es ist, denke ich mal, doch schon eine Menge, mit der man was anfangen kann. Dann drücke ich hier auch mal direkt auf Mission beenden. Und dann würde ich sagen, starten wir direkt in den nächsten Kampf. Interessant. Drei militärische Überwachungsattacken konzentrieren sich gerade auf das Gebiet. Belohnungen da mitzunehmen. Nochmal kurz gucken, ob wir hier irgendwas updaten können. Nein, das sieht nicht so aus. Also starten wir doch direkt die Mission. Und schauen mal, was uns dort erwartet. Drakes Festung der Einsamkeit. Und sie sieht ziemlich gut bewacht aus. Aber damit kommst du hoffentlich zurecht. Bring mich zu einem Serverzugangspunkt oder etwas ähnlichem, damit ich mich in ihre Datenbank hacken kann. Aber vielleicht müssen wir mehrere finden. Oh, wir haben einen Besucher. Kampfstationen auf allen Schiffen. Zeigt ihnen, was für gute Gastgeber wir sind. Ja, eine herzliche Begrüßung. Und damit machen wir es genauso wie auf der anderen Map. Wir nehmen ja erstmal direkt die Quests an. Die Gespräche sind und dann schauen wir nochmal, was uns da erwartet. Verstanden. So, erstmal gucken, was wir jetzt hier überhaupt machen sollen. Charger zerstören, okay, ich denke mal, das wird so nebenbei passieren. Wellenmine dreimal nutzen, okay. Und Taucher einsammeln, okay, die sind markiert. Das ist sehr angenehm. Ja, dann gehen wir direkt mal hier hoch. Hier gibt es nämlich die ersten zwei Special Abilities zum Einsammeln. Und ich versuche diesmal zu vermeiden, dass meine kleineren Schiffe hier kaputt gehen. Mal gucken, ob wir das schaffen. Im Gange. So, und wie soll es auch anders sein? Natürlich erwartet uns auch hier ein etwas größerer Gegner und ich würde sagen, den greifen wir doch direkt mal an. Ich habe inzwischen hier so das ein oder andere Zusatzspielzeug gefunden.
fangen jetzt hier einfach mal an, wie wild die Dinger rauszukloppen. Das hat sich ja in der Vergangenheit ganz gut bewährt. Und da wir den Auftrag haben, ja auch diese Minen zu verteilen, machen wir das da auch direkt. Allerdings scheint das jetzt keinen allzu großen Effekt zu haben. Parallel dazu habe ich immer noch Unterstützungsflotten und Reparaturaufträge raus. Ja, damit geht auch der Kollege down. Sehr vernünftig. Kümmern wir uns hier noch eben um die Nachzügler. Offensichtlich ist das hier eine Art Werft. Ich glaube, die sollten wir mal fokussieren, bevor hier noch Schlimmeres passiert. Zum Einsatz. Ja. Und dann ist da auch schon wieder Ruhe. Feind entdeckt. Das war ein. Bereit machen. Bereit für Einsatz. Ja, und hier drüben im Bereich scheint es dann auch schon direkt loszugehen mit den Tauchern, die wir befreien sollen. Bereit für Einsatz. Allerdings sollten wir da zunächst nichts überstürzen bei den ganzen Booten, die hier rumfahren. Sind unterwegs. Nuklearrakete abgefeuert. Kampfstationen, sie greifen an. Ja, und dann haben wir hier auch direkt das erste zu zerstörende Missionsziel. Oh, eines unserer Boote will nicht mehr so lange. Sie wissen, kämpfen, mein Freund. Aber das war sogar für Ihr Talent außergewöhnlich. Okay, was auch immer wir da gerade abgeschlossen haben. Ich kümmere mich um die Reparaturen. Wo auch immer hier die ganzen Boote die ganze Zeit herkommen. Naja. Bestätigt. Achso, der Auftrag ist die Eroberung dieser Ziele. Und das haben wir jetzt wohl mit dem Zerstören der Schiffe noch erledigt. Auch gut. Alle bereit machen. Ziel bestätigt. Wir werden angegriffen. Verstanden. Ja, inzwischen habe ich mich dann jetzt hier zu dem zweiten Taucher vorgearbeitet. Währenddessen ist mir was total Schreckliches aufgefallen. Und zwar haben wir hier den Auftrag, zwei strategische Ziele zu erobern. Nun sehe ich auf dieser Map allerdings vier. Und wenn ich jetzt hier mal reingucke, in die Taucherquest, ja, erstrecken sich diese Taucher dann auch durchaus auf einen Bereich, der für zwei Ziele durchaus noch interessant ist. Aber kein Problem, das kriegen wir schon hin. Ich fahre da einfach erstmal hin. Und dann sehen wir weiter. Bestätigt. So, damit sind wir jetzt hier auch beim nächsten Taucher angekommen. Ich habe leider unterwegs ein Schiff verloren, weil diese ganz kleinen Schiffe, ich weiß jetzt nicht, ich glaube diese hier, sich wohl irgendwie in die Luft sprengen und da war ich wohl einfach zu langsam. Nichtsdestotrotz haben wir natürlich noch drei Schiffe zur Verfügung. Das sollte auch soweit noch funktionieren. Der Weg zum nächsten Taucher ist auch schon frei.
Und zwar befindet er sich direkt dort. Und von dort aus können wir auch direkt mit der Reinigung des da kommen Sie. Nächsten Gebiets jetzt hier beginnen. Grünes Licht. Dann legen wir da doch direkt los. Hier scheint wieder eine Werft zu sein. Ich beschleunige das mal eben ein bisschen. Ich habe hier noch eine Reparatur raus. Das war schon wieder ziemlich knapp. Okay, die Atombombe hat nicht gereicht, um diese Werft zu zerstören. Auch lustig. Hier haben wir es jetzt gerade gesehen. Also diese ganz kleinen kastenförmigen Teile jagen sich dann da einfach mal in die Luft. Und das ist meinem kleinen Boot gerade zum Verhängnis geworden. Bestätigt. Nichtsdestotrotz räumen wir natürlich jetzt hier mit aller nötiger Gewalt auf. Bam, bam, bam. So funktioniert das. So, hier nochmal eben eine Unterstützungsflotte mit gestartet. Und dann können wir hier mit dem kleinsten der Boote mal hier an der Seite vorbeischnicken, noch eben die Taucher einsammeln, damit wir auch die Quest bereits abgeschlossen haben. Und uns dann hier nur noch um das Clearen des Bereichs kümmern müssen. Jetzt haben wir hier noch ein bisschen Atombomben. Machen wir die doch auch gleich noch raus. Dann setzen wir hier noch eine Mine. Ach ne, die Quest hatten wir schon. Okay. Ja. Und dann scheint sich diese Mission dann auch so langsam gen Ende zu neigen. Und damit ist es geschafft. Schön, dass zur Abwechslung mal jemand die hart erarbeiteten Daten nutzt. So. Und dann haben wir auch hier ordentlich Ressourcen gesammelt. Und ich denke, für die nächste Folge werden die nicht ganz unentscheidend sein. Jetzt sehe ich, hier haben wir natürlich gleich wieder eine Mission freigeschaltet, jetzt auf Experte. Aber die heben wir uns für einen späteren Zeitpunkt auf. Gut, dann haben wir auf jeden Fall eine gute Ausgangsbasis geschaffen, um die nächste Quest dann anzugehen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal bei Anno 2205 hier bei VT Gaming. Bis dahin.